Hallo Leute, weiter geht's in Teil 2. Wir stehen jetzt vor den fast fertigen Betten. Bei mir ist wieder der Thilo, grüß dich. Hallo Robert. Hallo. Wir werden gleich zu sehen bekommen, wie wir die Fische eingesetzt haben. Und der Thilo wird uns auch sehr viel jetzt noch zur verwendeten Technik erklären und natürlich zur Dekoration. Und man muss es ja sagen, ne, die haben uns echt einen Gefallen getan. Die haben extra die ganze Folie abgemacht, obwohl sie wieder rauf muss. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Detail. Korrekt, okay. Und schauen uns die Technik an. Jawohl, gehen wir mal runter zur Technik. Genau. Folgendes, wir arbeiten hier mit zwei getrennten Filtersystemen. Das heißt, wenn mal ein System, was aus zwei Behältern besteht, ausfällt, habe ich immer noch das andere, was läuft. Das Ganze... Als Reserve? Oder läuft immer mit? Generell laufen die alle beide parallel, ja. Immer mit. Ja. Für das Becken hätte natürlich eine Anlage ausgereicht. Aber desto höher ich das errechne und platziere, desto mehr Sicherheit habe ich. Ja. Und das war eigentlich der Grund dafür, dass ich gesagt habe, ich mache zwei Anlagen. Einfach um Sicherheit zu haben, wenn mal eine ausfällt, dann muss ich nicht gleich hierher stürzen. Ja. Dann reicht das, wenn ich das ein paar Tage später mache. Was ist das überhaupt für eine Art Filter? Ja, wir sind hier im Bereich vom eigentlichen Schwimmbadbau. Das ist ein Sandfilter, eigentlich ein herkömmlicher Sandfilter. Das ist ein Biofilter. Die Filter werden ganz normal hergestellt, die kommen zu uns und ich modifiziere die Filter von innen her um, weil ein Sandfilter im Teichbereich oder besser gesagt im Poolbereich hat keine Grobpartikel. Wir arbeiten hier mit Bakterien, mit Grobpartikeln und da muss ich das Ganze von innen anders aufbauen. Mir ging es um die Behälter, um diesen Druck zu bekommen, weil ich arbeite hier mit einem gewissen Wasserdruck. Und hier halt wegen der Biomasse. Ich habe hier Glasgranulat drin mit verschiedenen Körnungen zwischen 1 und 7 mm. Hier ist reine Biomasse drin, absolut radikal nur Biomasse. So, das Ganze geht dann hier rüber zu einem Wärmetauscher. Der Wärmetauscher ist der blaue, dann kommt noch, das ist ein Elektrowärmetauscher. Zusätzlich kommt dann noch ein Titanwärmetauscher, der über die Heizungsanlage führt, im Fall mal ein großer Wasserwechsel gemacht wird. Ja, und dann geht es wieder zurück. Das ist bei der ersten Anlage. Darf ich kurz fragen, habt ihr das komplett selber gemacht? Also auch die Verrohrung oder ist das hier von der Haustechnik? Also alles, was aus PVC ist, haben wir gemacht. Ja. Die Haustechnik hat dann bei uns angebunden mit ihren Edelstahlrohren. Wir haben zum Beispiel Vorlauf, Rücklauf, das heißt Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf. Ich gehe hier im Gegenstromprinzip rein. Ja, die Wasserversorgung wird gesteuert über 0,7 bis 1 Bar, ja. Weil wir haben hier eine Druckerhöhungsanlage dran mit der Frischwassernachspeisung, die mit 7 Bar arbeitet und das ist ein bisschen heftig. So, daraufhin habe ich da oben reduziert auf 0,7 bis 1 Bar, was dann, nachdem ich einen Filter rückspüle, natürlich notwendig ist, um das Wasser, was zum Rückspülen des Filters verloren geht, wieder durch Frischwasser zu ersetzen. Ja. Zusätzlich haben wir am Leitungssystem, das ist da oben dieses dünne, eine Permanentversorgung, wo ich eingestellt habe, dass pro Stunde ca. 100 Liter getauscht werden am Aquarium. Das kann ich da oben einstellen, wo der grüne Hahn ist, Absperrhahn, dieses Messingteil, dort stelle ich meine Durchflussrate ein für die Permanentnachdosierung, sprich für die Verdunstung und den geringen Wasserwechsel. Ja. UV-Filter. Ja, also hier ist es so, bei der zweiten Filteranlage haben wir nach wie vor einen Wärmetauscher, einen Elektrowärmetauscher und danach geht das durch die UV-Lampe, die jetzt natürlich auch hier bläulich leuchtet, die das Wasser sterilisiert. Das ist eine 90 Watt Amalgam-UV-Lampe und dann geht das wieder zum Becken. Das Ganze kann ich natürlich auch steuern, indem ich sage, ich will das Wasser nicht komplett sterilisiert haben, dann mache ich den Bypass auf. Wobei wir ja mit zwei Filtersystemen arbeiten, dadurch habe ich ja sowieso nie eine hundertprozentige Sterilisierung. Ja, und das ist wie gesagt unser Filter 1, Biofilter 1 und hier vorne haben wir Filter 2, Biofilter 2. Dann habe ich hier noch einen
Ablasshahn gemacht, damit man, wenn man Wasserwerte machen möchte, nicht jedes Mal aufs Aquarium klettern muss. Den mache ich hier auf und dann kann ich hier meine Wasserprobe ziehen, um halt das Wasser vom Aquarium zu messen, ob alle Wasserwerte, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Ammonium, belastungstechnisch zu messen. Was ist hier vorgesehen? In welcher Zeit messt ihr das? Einmal im Monat, einmal in der Woche? Ja, jetzt am Anfang, heute kommen die Fische in das Becken, jetzt am Anfang muss es zweimal in der Woche gemessen werden. Später mal sage ich einmal im Monat. Wenn das Becken biologisch eingefahren ist, sprich diese zwei Bioreaktoren, wir sagen jetzt Bioreaktor dazu, wenn die eingefahren sind, dann reicht das, wenn man einmal im Monat misst. So eine ganz normale, ich bin eh der Meinung, dass ein Wartungsintervall im Monat ausreichend ist für die gesamte Anlage. Ja. So, nachdem wir jetzt die Technik erfahren haben mit der biologischen Filterung, ist natürlich interessant, ihr habt in der Zwischenzeit, als wir Teil 1 und jetzt Teil 2 gedreht haben, das Becken dekoriert. Erklär mal ein bisschen was dazu, weil ich habe das ja auf dem Zeitraffer gesehen, das geht ja den ganzen Tag. Was habt ihr da getrieben? Ja gut, als erstes haben wir versucht, oder besser haben die Steine eingesetzt und zeitgleich mit den Wurzeln. Die Steine, das sind japanische Minilandschaft in XXXL-Form, also kaum erhältlich in diesen Größen. Da wiegt ein Stein bis zu 110 Kilo. So ein Stein bis zu 110 Kilo, jawohl. Okay. Musste man natürlich zu vier zum Teil runterhieven, war nicht ganz so einfach. Ja, dann haben wir die Swim Root, das ist diese schwimmende Wurzeln sind das, eingesetzt. Die wurden fixiert da drin durch Titanschrauben, durch die Steine wurden die fixiert. Ja, und zu allerletzt kam dann unser Aloha Farbkies rein. Das ist ein ganz spezieller Kies, der ist gerundet, damit die Fische, wenn die da nach Futter suchen, im Kies nicht ein wundes Maul kriegen. Ist sehr gerundet und das ist Aloha Farbkies. Macht sich natürlich gut, wenn die Fische, haben Sie ja gerade schon gesehen, oder wir werden es doch sehen, die haben ja nur eine rote Färbung, die natürlich wahrscheinlich durch das LED und durch den schwarzen Sand sehr gut in Geltung. Ja klar, die werden dadurch korrekt, die werden besonders hervorgehoben, bedingt durch diesen Farbkontrast, den wir dadurch erreicht haben. Wir hatten gerade darüber gesprochen auch, also die Wurzeln sind drin und die Steine und der Kies, es kommen keine Algen rein. Wäre nicht gut in so einem großen Behältnis, weil man zu oft nachjustieren muss, richtig? Ja, korrekter Pflegeaufwand ist halt, sobald man mit Pflanzen oder Algen arbeitet, extrem hoch. Ja. So, wir wollen ja hier ein pflegeleichtes Becken haben, was auch generell nicht so viel Patina anwachsen lässt. Und daher nimmt man halt bestimmtes Wurzelholz, man nimmt bestimmte Steine, so wie die Mini-Landschaften mit dem Kies. Dann setzt man halt die Wälse rein, die wir da brauchen. Also no. Die Wälse sind eigentlich die dann alles vom Algen frei halten. Ja, nicht nur die Wälse, das sind die Nachtaugensalmer sind das genauso. Ja. Thank you.
so einem großen Becken wachsen die natürlich viel besser heran als in so einem normalen Otto-Normalverbraucherbecken zu Hause. Ja, wir haben jetzt hier 20 Kubik, da können die natürlich ordentlich Gas geben. Ja, super. Nochmal kurz was zur LED, die du reinmachen wirst. Du hast gesagt, es sind zwei Modelle. Kurz was zum Wattverbrauch. Weißt du das aus dem Kopf? Ja, jetzt aus dem Kopf direkt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir haben hier Aqualeds drin, vier Balken, die Aquabar. Haben wir vier Balken mit jeweils 140 Watt. Und dann haben wir die Kessel, das ist die Achter, also eine extrem starke, die uns bis runter den Boden ausleuchtet. Mir ging es in der Hauptsache darum, dass ich mit Aqualeds eine gewisse Farbspiegel geben kann den Tieren. Und mit diesem Kessel will ich halt bis zum Boden runterkommen und daher auch unten eine Betonung durch Licht finden. Jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Und zwar kommen jetzt die Fische. Thilo, du hast jetzt 5 Kisten bekommen. Es kommen heute aber noch weitere. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, wir befinden uns immer noch auf einer absoluten Baustelle, die, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck steht, weil wir müssen in 14 Tagen eröffnen. Ist das so korrekt? Das ist richtig. Am 16. September wird das Flair eröffnet. Ja. Bis dahin muss alles sauber sein, müssen alle Läden fertig sein, eröffnungsfertig sein. Ja. Daher ist hier jetzt chaotische Zustände derzeit, weil überall geschafft, gearbeitet, gebohrt, geflext. Ja, und da rennt halt ab und zu mal jeder was durch. Ja, das stimmt. Das kann passieren. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Ihr habt extra für uns die halbe Folie abgemacht. Richtig, ja. Die muss dann nachher wieder drauf. Kurze Erklärung, das darf erst am 16.09. zur Eröffnung entfernt werden. Aber wir wollten ja natürlich die Fische filmen, die hier reinkommen. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Das machen wir jetzt auch. Korrekt. Also ich würde sagen, wir fangen mal an, setzen unsere ersten Nachtaugensalme ein. Ja. Die sind soeben gerade mit Go eingetroffen. Wir erwarten jetzt noch andere Fische. Die sind gerade beim Auslade. Ja, würde ich sagen, fangen wir am besten mit diesen Nachtaugensalme an. Futterfest sind bei uns jetzt 4 Wochen eingewöhnt worden, um halt eine gewisse Gewährleistung zu geben, dass die Fische hier an Ersatzfutter gehen. Ja. Trockenfutter, wir füttern hier mit Trockenfutter. Ja, das sollte eigentlich passen. Soll ich dir irgendwie helfen? Wenn du es geht, ich gehe jetzt mal hoch. Ja, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Das sind ja kleine Tüten, da geht das Ganze noch. Wobei die Fische sind echt super fit hier drin. Daran sieht man wiederum, dass der Transport denn gar nichts ausgemacht hat. Wichtig ist halt, dass die Fische transportiert werden, wenn nicht frisch gefüttert wurde. Das heißt, sie kriegen dann 2-3 Tage nichts zu fressen, damit die sich ausgekotet haben, desto weniger belasten die das Wasser. Dann würde ich sagen, lasse ich mal die ersten raus. Im neuen großen Heim, ja, das ist ja schon eine gewisse Attraktion, das Ganze. Das sind jetzt Nachtaugensalmer. Die müssen sich natürlich auch jetzt an den Wasserstand auch erstmal anpassen, sprich mit der Schwimmblase. Das muss natürlich alles, das regulieren die Tiere, aber da sie es jetzt 4 Wochen nicht gemacht haben, die waren ja bei uns in Quarantäne, muss ich hier ein bisschen langsam machen. Aber man sieht, das macht den Tieren nichts aus. Es sind alle draußen. Jetzt gucken wir mal, dass wir die nächste Tüte öffnen. Das sind ja alles unsere Wundertüten. Insgesamt kommen heute 130 Fische rein, 50 Nachtaugensalmer, 50 Hareos, dann rote Brunos kommen 30 rein und übernächste Woche kommen dann die Rochen rein. Ich muss die Biologie ganz langsam hier aufbauen. Ich kann nicht mit einmal noch die Rochen mit reinsetzen, weil Rochen sind schon etwas empfindlicher. Wir haben natürlich da unsere speziellen Fischfarmen, wo wir die herbekommen, die Fische in diese Größe ziehen. Der Fisch kriegt natürlich hier im Becken noch eine schönere Farbe. Das ist ja jetzt noch eine gewisse Schreckfärbung, die der hat. Die Lampen kommen dann später drüber, damit jetzt nicht das ganze Wasser, was durch die Fische ein bisschen spritzt, die Lampen gegebenenfalls verspritzt. Wir arbeiten hier mit Kessel und mit Aqualeds. Die Kessel, die kommen halt sehr weit runter, das ist der Vorteil an der ganzen Sache.
Ja, und mit dieser Aqualets kann ich die Fische in gewissen Farbtönen betonen. So, Joscha, dann würde ich sagen, du reichst mir immer hoch. Ja, ja. Jetzt kommt noch ein neuer Fisch. Das ist jetzt ein Wels. Ja, für die Scheiben und damit die Wurzeln sauber gehalten werden, weil an den Wurzeln bildet sich natürlich Patina, ja, was die Welse letztendlich dann rausholen. Voilà! Jetzt ist der große Tag der Eröffnung. Lieber Thilo, du hast uns ganz toll durch den Werdegang dieses Großprojektes geführt. Und ich bin sicher, dass das nicht nur für die Fürther ein großer Augenblick ist, sondern auch für die Köllitzer Gruppe. Ihr baut ja solche Sachen häufiger, aber so groß ist das häufig? Man muss ganz klar sagen, das war auch für uns das Unternehmen in Köllitzer eine Herausforderung. Das erste Mal in dieser Größe ein DS-Acrylbecken zu bauen, sprich Technikinstallation, Gestaltung, Besatz, es musste alles stimmen zum Schluss. Es wurden natürlich viele Pläne durchforstet, weil wir ja extrem lange Leitungswege haben, vom Becken bis zur Filtertechnik, die Nachspeisung, die Elektroversorgung. Also auch für uns war das eine besondere Herausforderung. So etwas haben wir nicht alle Tage, sind natürlich ganz stolz, dass wir das hier im Einkaufszentrum Flair in Fürth durchführen durften. Das Hand in Hand gefertigt hat alles. Ja, das ist richtig. Natürlich wurden ja von vornherein musste ich gewisse Angaben machen über Durchführungen, Größe, Bohrungen, Gewindegänge, alles Mögliche. Was brauche ich beleuchtungstechnisch, musste ich alles mit angeben. Ein 20.000 Liter Becken hat man nicht alle Tage. Das stimmt. Und ich bedanke mich jetzt bei dir nochmal ganz herzlich. Ihr lieben Zuschauer, ich wünsche euch was. Danke für das, dass ihr uns begleitet habt. Und viel Spaß für die Fürther, die sich das Aquarium jetzt jeden Tag anschauen dürfen. Ja, auch wir bedanken uns, die Firma Köllitzer, dass wir hier im Einkaufszentrum Flair in Fürth dieses Becken gemeinsam mit DS Aquaristik gestalten durften, aufbauen durften. Klasse.